Württembergische Weinbauverband hatte am Mittwoch, den 11. September 2023, in der Fellbacher Weingärtner EG zur diesjährigen Herbstpressekonferenz eingeladen, an der Landwirtschaftsminister Baden-Württemberg-Hauch, Weinbaupräsident Hermann Hohl und die württembergische Weinprinzessin Meseke teilnahmen. Dass wir kurz in die Weinberge gehen, um Bilder zu machen. Im angrenzenden Weinberg wurde der diesjährige Öxlegrad gemessen und alle freuten sich über das gute Ergebnis. Minister Hauch und Weinbaupräsident Hohl berichteten über die Besonderheiten des aktuellen Weinjahrgangs und wiesen auf die zunehmenden Probleme des Weinbaus hin. Die Weinprinzessin, der Minister und der Weinbaupräsident sagten zum Abschluss: Ich bin die württembergische Weinprinzessin und ja, wir befinden uns hier mitten in Württemberg, in Fellbach, und natürlich gibt es hier sehr viele gute Württemberger Weine. Wir haben sogar schon den ersten neuen Jahrgang, kann man sagen, ein neuer, süßer, ein Federweißer wurde hier schon gelesen und natürlich auch schon viel Aromatik mitbringt. Ich glaube, der Jahrgang verspricht was Gutes. Es gibt überall guten Württemberger Wein, seien es die klassischen Sorten wie der Trollinger, der Lemberger, der Riesling oder der Kerner für die weißen Sorten. Aber inzwischen bauen wir ja auch hier viele internationale Sorten an, wo man natürlich viel kräftiger Rotweine teilweise aus dem Syrah Merlot rausbekommt. Also ich glaube, es ist für jeden was dabei, auch trocken, halbtrocken, sogar auch alkoholfreie Alternativen werden inzwischen sehr viel angeboten. Also es lohnt sich in Württemberg, den Wein zu probieren und vorbeizukommen. Weil sie einfach alle zu einladen, die hervorragenden Weine aus Baden-Württemberg zu kosten, nicht nur zu probieren, sondern dauerhaft zu trinken. Sie werden höchste Qualitäten erleben. Sie werden erleben, dass die Landschaften, die damit bestockt sind von den Weinreben, intakt sind, dass sie Genussfeuerwerke verspüren werden und insofern zum Wohl guten Genuss. Ja, wir werden dieses Jahr einen sehr guten Weinjahrgang einbringen dürfen, sowohl in Qualität wie in der Menge. Die Qualität hat sich die letzten 8 Tage unwahrscheinlich positiv entwickelt, so dass wir jetzt mit der Lese beginnen. Und die Werte zeigen auch, was die Menge betrifft, dass wir einen durchschnittlichen Mengenjahrgang bekommen. Und somit eigentlich sehr hoffnungsvoll auf den Jahrgang 23 liegen. Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog.